Was geht ab, meine echten? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir wieder unterwegs mit One Tribe, unserem Naturschutzprojekt. Ich wollte euch erzählen, wie wir weiterkommen, denn wir sitzen hier gerade in einem Stück, das ich euch noch nicht gezeigt habe. Und das ist circa ein Hektar Wald, den wir erworben haben, den wir mit der Zeit nachhaltig aufforsten werden, den wir zum Teil auch sich selbst überlassen werden, den wir einfach in ein vernünftiges und gesundes Ökosystem Wald zurückwandeln werden. Bevor ich euch dazu mehr erzähle und euch auch den Wald hier zeige, wollte ich euch nochmal grundsätzlich ein paar Fragen beantworten, die immer wieder zum Thema One Tribe gestellt werden. Zum einen ist das, und das haben ja schon viele gesehen, wir haben ja unser Lager ein bisschen weiter unterhalb hier von diesem Waldstück. Leute fragen immer wieder, wenn ich Mitglied bei One Tribe werde, kann ich dann auch zum Lager kommen? Kann ich dann an Treffen teilnehmen? Ja, natürlich, klar. Wenn du Member bist, wenn du die Mitgliedschaft bei One Tribe hast, dann kannst du zu jedem offenen Treffen kommen. Du kannst dich auch an Wochenenden mit uns treffen. Wir geben das immer in der WhatsApp-Gruppe bekannt. Aber auch wenn du von weiter weg herkommst, das Waldgrundstück und alles ist hier in Altena, dort wo auch mein Tattoo-Studio ist. Und das ist auch immer wieder eine Frage, was ist, wenn ich von weiter weg komme? Unsere Mitglieder kommen inzwischen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und um diese Projekte hier in die Tat umzusetzen, ist die Mitgliedschaft insofern sehr wichtig, auch wenn man von weiter weg ist, dass wir die finanzielle Grundlage haben, um dieses Projekt voranzutreiben. Und da haben viele Leute immer gefragt, ja, wenn ich dann nur zum jährlichen Powwow, weil das ist die Pflichtveranstaltung, kommen kann, ist das denn dann okay? Das ist vollkommen okay. Jeder kann und soll nur so viel machen, wie er machen kann. Aber ich habe schon gemerkt, bei vielen Leuten auch von weiter weg ist es so, dass die Freude so groß ist und auch bei unseren offenen Treffen, die so alle 2 Monate stattfinden, viele Leute aus ganz Deutschland immer dazukommen. Ich will euch noch ein bisschen was zeigen, wie es an unserem kleineren Grundstück weitergegangen ist, an unserem Lager sozusagen. Da werde ich euch jetzt ein bisschen was einblenden. Da haben wir nämlich eine schöne Feuerstelle gebaut und alles noch mehr Plan gemacht. Und danach werde ich euch noch weiter unser großes Waldstück hier zeigen, was hier die Probleme sind und was wir vorhaben, hier nach der Zeit zu machen, Leute. Jetzt geht's erstmal los mit unserem Lager. Auschecken. Ja, Leute, weiter geht's hier. Wie ihr seht, sind fleißig alle am Arbeiten. Wir machen gerade unsere Feuerstelle. Kannst du mal hier näher kommen? Wir haben hier das Loch ausgehoben. Dann tun wir jetzt ein bisschen Steine rein. Einfach, ja, damit die Hitze nicht so an den Erdboden direkt geht. Und wir haben hier vorne, kannst du mal gucken. Da siehst du, hier ist immer noch alles voller Müll und so. Aber wir arbeiten, aber wir wollen natürlich auch mal zwischendurch grillen, Feuer machen und so. Deswegen haben wir so eine Feuerschale, die kommt jetzt da praktisch in die Mitte rein. Jetzt nehmen wir noch ein paar Ziegelsteine. Das Gute war hier bei dem Gelände, dass warum auch immer hier 1 Milliarde Ziegelsteine liegen. Und die packen wir jetzt auch da rein. Ja, genau. Immer wichtig, wenn ihr draußen eine Feuerstelle macht, dass ihr guckt, dass die im Boden eingelassen ist und so. Ist hier keine Gefahr. Dass das keine Gefahr hat, dass das Feuer irgendwie umschlägt. Feuerstelle haben wir soweit fertig. Ganz schön geworden, ne? Vielleicht filmst du mal rein, dass sie noch ein bisschen besser sehen können. Ja. Ich habe ja in dem anderen Video 2, 3 Kommentare, warum wir denn hier die Bäume fällen und nichts natürlich lassen. Alles, was wir hier fällen, ist toter Baum und den lassen wir hier nicht am Boden liegen, weil das hier wird unser Lager, von dem aus wir erst in unsere Waldgebiete gehen. Da ist es dann tatsächlich so, dass wir da auch Totholz natürlich liegen lassen, damit ja das ganze Ökosystem natürlich ist. Nur hier, ihr müsst euch überlegen, Leute kommen aus ganz Deutschland, wir brauchen halt einen Platz, wo wir uns aufhalten können, wo wir auch mal Lagerfeuer machen können und wo auch wir, was ja auch das Ziel und der Sinn von One Tribe ist, mal in die Wälder einfach nur gehen zum Spazieren. Ne, deswegen, wir sind hier immer noch auf diesem Gebiet, was komplett verwildert war, am Arbeiten, wie ihr seht. Das ist noch viel, viel Arbeit. Die Hütten müssen irgendwann abgerissen werden. Aber heute machen wir erstmal schönes Lagerfeuer und grillen ein bisschen. Ja, damit man halt so die richtige Mischung aus Arbeit und Entspannung natürlich hat und vor allem der Berührung mit der Natur. Ja, Leute, ganz normaler Tag hier bei uns im Tribe. Könnt ihr mal gucken hier. Schön Lagerfeuer. Und die Jungs sind am Start. Ja, wir genießen unsere Zeit. Wird was nachgelegt. Nur
eine wichtige Sache, die wir auch immer machen, wenn wir unterwegs sind, nicht nur in unserem Waldstück, egal was wir finden an Müll oder wie auch immer, schmeißen wir immer weg. Ganz wichtig, solltet ihr auch machen, wenn ihr spazieren seid. Nicht nur denken, mein eigener Müll, sondern man kann ruhig auch in der Natur den Müll der anderen wegräumen, ne, und einfach reinschmeißen. Ja. So viel zu den Updates vom Lager. Jetzt werde ich euch mal das Waldstück hier zeigen. Wie ihr sehen könnt, von hier unten, vom Weg, da kannst du mal hinfilmen, bis nach da hinten und dann ganz weit hier rein. Das ist alles unser Wald. Es ist zum Teil ein Mischwald. Da hinten stehen Birken, junge Birken. Dann haben wir hier noch gesunde Fichten, was relativ selten ist in den Wäldern zurzeit, denn der Borkenkäferbefall und die allgemeine Situation, wie unsere Wälder aussehen, war ja mit auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache One Tribe, ich kann das nicht mehr sehen, ich kann das nicht akzeptieren. Die Wälder, in denen ich in meiner Kindheit gespielt habe, sehen so schlimm aus. Wie man sieht, hier ist relativ viel Totholz dazwischen. Das lassen wir auch liegen natürlich, damit diese toten Bäume Wasser speichern und das Wasser wieder abgeben können, auch an den Boden. Die Fichten, die wir jetzt hier haben, sehen noch einigermaßen gesund aus, aber wir haben schon eine Problemzone, um die wir uns auch heute kümmern werden. Und da könnt ihr mal einfach mit mir kommen. Baumfest, Feuer! Manche von den Bäumen sind relativ alt und auch relativ dick, aber der Borkenkäfer versucht an einigen Stellen überall reinzukommen, wo du diese Harzläufe hier siehst. Trotzdem sind viele von den Bäumen hier noch relativ gesund und schaffen das, gegen die Käfer anzugehen. Aber hier vorne haben wir dann doch eine Stelle, die zum Glück eine gute Distanz zu diesem Bestand hier vorne hat und demnach noch nicht so übergegriffen ist. Aber um dieses Stück werden wir uns heute kümmern und da die Bäume fällen, damit wir nicht das Risiko gehen, dass das hier auf dem Bestand übergeht. Ich gehe nicht davon aus, dass wir es schaffen, dauerhaft diesen Bestand hier zu schützen. Das ist auch gar nicht das Ziel. Ich glaube, dass der Befall trotzdem hier reingehen wird und dass die Bäume nach der Zeit auch sterben werden. Wir wollen ja alles im Grunde genommen mit Laubwald und unkommerziellen, vernünftigen, witterungsbeständigen, klimabeständigen Sorten aufforsten. Hier vorne sieht man noch schön, da ist ein bisschen Laubwald, das gehört auch zu uns dazu. Im Grunde genommen soll es später so ein gesundes Bild da geben wie da. Es wird hier unterschiedliche Projektbereiche geben. Es wird einmal einen Bereich geben, wo wir wirklich wie hier abholzen, weil wir abholzen müssen und wir neu setzen werden, wie ich schon gesagt habe, mit vernünftigen Sorten. Dann werde ich aber auch einen bestimmten Bereich machen, wo ich den Wald nur sich selbst überlasse, um einfach zu schauen, schafft es der Wald so, sich auch in guter Zeit selbst zu regenerieren oder ist es überhaupt notwendig, dass der Mensch nachhilft? Einfach für mich und vielleicht auch für andere Menschen, die sich für den Wald interessieren, damit man da ein paar Werte hat, an die man sich orientieren kann. Hier kannst du es auch wieder sehen, sind auch schon einige Harzlachen drin, ne? Aber hier vorne ist jetzt wirklich der kaputte Bestand, wo hier siehst du, der Baum da vorne ist zum Beispiel schon ganz tot, die anderen sind hier schon umgefallen. Da geht es auch für uns ein bisschen darum, da wo die Rinde schon abgetragen ist, das lassen wir einfach liegen. Aber da hinten liegt noch was frisch umgekippt, wo noch Rinde dran ist, das heißt, da sind noch Borkenkäfer drin. Da gucken wir, dass wir das Holz hier lagern, aber die Rinde abtragen und die Rinde hier aus dem Wald raustransportieren, damit von den Borkenkäfern einfach nicht so viele sind und wie gesagt hier auf den Bestand nach hier vorne übergehen. Kannst du dir einmal hier den kaputten Baum angucken. Hier sieht man das total gut und auch ganz schön, wie so ein Baum eben abgefressen wird und kaputt gefressen wird. Einfach die Rinde abnehmen. Der Borkenkäfer ist zum Teil hier auch schon raus. Wobei hier, guck mal, hier ist noch einer. Ja, ja, die sind da alle noch teilweise in der Rinde drin und wir fällen diese Bäume, legen das Holz hier irgendwo hin, machen aber die Rinde weg, damit er wie gesagt nicht in unseren Bestand da übergeht. Hier kannst du auch gucken, überall alles abgefressen, aber wie du siehst, dahinter ist noch alles soweit gesund und sieht gut aus. Ja, ich habe ja in vielen Videos schon erklärt, wie das zustande kommt. Der Mensch hat sich halt gedacht, wir setzen hier Monokulturen rein, diese Fichten, die wachsen super gut, super schnell, super gerade, die können wir schön verkaufen. Und jetzt am Ende ist es so, dass sie die gar nicht mehr verkauft kriegen oder so gut wie gar nicht,
weil zu viel Holz auf dem Markt ist. Durch den Klimawandel gehen die alle kaputt und das Holzgeschäft ist auch kaputt. Bei OneTrap geht es überhaupt nicht um Holzgeschäft, damit wollen wir gar nichts zu tun haben. Wir wollen diese Wälder und Waldstücke kaufen, damit sie erhalten bleiben, damit sie natürlich bleiben, damit sich unsere Kinder irgendwann daran erfreuen können. Also hier ist nichts dafür da, dass irgendwo Bäume gepflanzt werden, die dann irgendwann wieder abgeholzt werden sollen und verkauft werden sollen. Das ist nicht das Ziel von OneTrap, sondern das Ziel ist, eine Gemeinschaft mit Menschen zu haben, wo man gemeinsam der Natur nahe kommt, wo man Projekte macht, um die Natur zu schützen, um die Natur kennenzulernen, um Bushcraft Survival zu machen, Lagerfeuer zu machen, wie auch immer. Das ist der Sinn dabei und es hat, wie gesagt, keine kommerziellen Hintergründe. Und ja, das ist jetzt praktisch dann sozusagen das erste große Projekt, was wir in Angriff nehmen und wo wir dran arbeiten. Und ich bin sehr stolz, dass wir das machen können und ja, jetzt bin ich neu dann auch zu den Waldbesitzern sozusagen aufgestiegen. Ich merke, dass ich von nicht allen, von vielen, aber auch wirklich ein gutes Feedback bekomme, auch von den anderen Waldbesitzern, weil die sehen, meine Ambitionen sind ehrlich und das ist es auch. Und ja, ich freue mich, wie wir in Zukunft diesen Hektar Wald hier gestalten werden und was hier alles passieren wird. Ich mache nochmal die Kettensäge für euch aus, Leute, weil hier seht ihr, wir haben jetzt den Baum gefällt und kommen ein bisschen näher. Hier in der Rinde waren oder sitzen noch restliche von den Borkenkäfern und damit die nicht auf die gesunden Bäume oder noch gesunden Bäume übergehen, machen wir die Rinde komplett ab und transportieren die Rinde am Ende ab. Das Holz von dem Baum bleibt hier im Wald, nur die Rinde, die transportieren wir ab. So Leute, ja, wie ihr gesehen habt, wir haben ordentlich Gas gegeben, ordentlich was gemacht. Hier, wie ich schon gesagt habe, könnt ihr mal sehen, komm mal her. Hier ist dann die Rinde, die wir abgenommen haben, damit der Borkenkäfer so weit sich erstmal nicht verbreiten kann. Ich bin natürlich der Überzeugung, dass der Bestand hier auch kaputt gehen wird. Vielleicht im nächsten Jahr müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ist insofern nicht schlimm, dass wir keine kommerziellen Zwecke hier verfolgen. Nur schade fürs Landschaftsbild, gerade wenn man bei uns hier viel rumfährt, sieht man an allen Stellen überall braune Stellen. Und ja, das war eben das, was alles insoweit kaputt gemacht hat irgendwo und ja, die Landschaft auch irgendwo zerstört hat. Deswegen versuchen wir zum einen mit OneTrap dagegen anzugehen und zum anderen wieder die Sensibilität für die Natur herzustellen. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, bei OneTrap dabei zu sein, ich habe ja am Anfang schon ein bisschen was erklärt, geht auf unsere Webseite, macht da die Jahresmitgliedschaft oder geht hier über die Kanalmitgliedschaft. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, Leute. Ich bin für heute draußen, bringe das hier weg und wir sehen uns bei den nächsten Dingern. Abonniert den Kanal, folgt mir bei Instagram, folgt mir bei Facebook und ich bin draußen. Peace.